So, hallo und willkommen. Mal kurz gucken, ob hier auch alles zu sehen ist auf dem Bild. So, ich hoffe, so geht das. Der Winkel des Displays, weil ich habe das so zu mir gedreht, ist ein bisschen nicht so gut. Das ist ein bisschen dunkel, das Bild, also auf dem Display. So, beginnen wir mal. Und weil man ja... eine Partie ist ja überhaupt nicht aussagekräftig, zumal Milano Schwarz hatte. Dann nehmen wir mal die nächste Sache in Angriff. 1, 2, Enter. 1, 2, 3. Ich kann doch eigentlich hier, wenn der Milano Weiß hat. Ist das clear? So. Ich hoffe mal, das erste ist die weiße Zeit. Also das, ich muss mal gucken hier. Ich sehe das ja gleich. Level 3. Da ist 3, 8. Stunden keine. 30, 30. Nein, es ist nicht. Level. Ich nehme Level 37, haben wir 30 Minuten fertig. Das gibt auch irgendwo separat einstellen. So. Jetzt hat der Roma Weiß. E2, E4. Ach, schon wieder Französisch. Ja, das ist aber... So war das nicht geplant. Und zwar überhaupt gar nicht. Ne, so geht das gar nicht. Er will jetzt, dass ich 30 Minuten habe und er 5 Stunden hat. Also ist das erste die Weißzeit und das zweite die Schwarzzeit. So, Level. Nein. Der war noch auf einer anderen Schiene hier. Level. Enter. Dann hat Weiß die Stunden und Schwarz hat die 30 Minuten. Warum spielt er immer Französisch? So, genau, und jetzt hat der Roma quasi 4 Stunden, 4 Minuten. Das heißt, es wird für ihn keine Rolle spielen. Und endlich, er weicht aber ab hier, das ist sehr gut. Ich habe gestern spielen lassen, Milano mit Schwarz gegen Academy, gegen den Emulator. Und das Problem, das war so eine öde französische Variante, aber mit D5 schlägt und dann ultrasymmetrisch. Das heißt, Schwarz hat quasi die Spiegelung von Weiß gespielt mit Läufer D3, Läufer D6, Springer F3, Springer F6, Läufer G4, Läufer G5. Das war so eine, ich mag das nicht so, diese symmetrischen Sachen. Also ich bevorzuge in meinen Partien keine Symmetrien. D4. Ich hoffe mal, dass es nicht noch in die Abtauschvariante übergeht. Läufer G5, das könnte leider immer noch der Fall sein. Läufer E7. E5 jetzt nicht mehr. Ich dachte schon, D5 schlägt. Weil ich mag diese Variante nicht. Mich wundert allerdings auch, wie konsequent der Milano Französisch spielt. Gestern Französisch und jetzt in beiden Partien Französisch. Also in der ersten wurde er E6 ziehen und in dieser auch E6. Da ist dann... Hallo? So, Dame E7 schlägt. F4. Ja, momentan bin ich wieder hier ausführende Kraft. So, erstmal warten. Sonst meint er wieder... Ah, jetzt sieht man auch wieder ein Phänomen, was sehr oft anzutreffen ist bei diesen Schachcomputern. Die streben sehr oft verschiedene Rochaden an. Und ich befürchte, er will auch wieder groß rochieren. Das ist sehr überraschend häufig der Fall. Egal, was die Stellung hergibt, es wird verschieden rochiert. Das mag ja sein, wenn jetzt den Angriffshang zum Königsflügel hätte, meinetwegen Läufer F3. Ich hätte versucht, Läufer D3, Springer F3, H4. So was in der Art hätte ich versucht. Und dann, wenn ich schon große Rochade anstrebe, dann droht man auf H7 ein bisschen zu schlagen. Große Rochade, dann kann man straight G4 ziehen. Also ich finde diesen Computer große Klasse, hier muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich...
Oh, Springer F3. Das ist wirklich das Äquivalent zum Polgar, den ich damals hatte. Das fand ich sehr schön. Das hat er auch geschrieben in dem Brief. Hat er es auch erkannt oder gewusst, dass ich damals mal den Polgar hatte und damals ja alles verkauft habe. Und das ist quasi der Polgar. Das Schöne hier ist aber, dass er eine andere Öffnungsbibliothek hat. Also Polgar MM4, MM5, ihr wisst das ja. Weiß nicht, Akademie glaube ich auch sogar. E4, E5, F4 und dann zieht er nur Dame H4 Schach. Und der Milano spielt F4 schlägt. Das finde ich sehr schön dabei. Der spielt kein Benoni. Und dafür spielt er Grünfeld-Indisch. Das war gestern so semi erfolgreich. Der hat ja gegen den Roma 2 verloren. Er hatte zwar zwei Freibauern am Damenflügel, wusste damit aber nicht so wirklich was anzufangen. Weil der Roma hatte den Läufer und er hätte diese Bauern immer blockieren können und dann hat er die Partie verloren. Jetzt nicht so dramatisch eindeutig, aber der Roma hat gezeigt, dass er nicht nur der Sparringspartner ist für die Computer, sondern durchaus auch gewinnen kann. Vielleicht dachten die sich damals einfach, vielleicht gab es da Leute, die mochten das Roma-Spiel, das kann ja auch sein. Es gibt ja immer sehr viele Leute, sehr wenig Leute, die sich zu Wort melden, wenn irgendwas ist. Und ganz viele Leute, die nichts sagen, wenn ihnen was gefällt. Das ist ja immer das Problem bei der Sache. Deswegen ist es dann natürlich schwierig, den richtigen Weg zu finden, wie man es den Leuten am besten recht macht. So könnte ich mir das vorstellen, weil wenn nur die Leute sich melden, denen etwas nicht gefällt, dann ist es schwierig herauszufinden, was man denn richtig gemacht hat. Kann ja sein, dass einige Leute mit dem Roman durchaus zufrieden waren, dass dir das auch gar nicht aufgefallen ist, dass da so defensiv spielt, weil die vielleicht einfach ihr natürliches Spiel gemacht haben. Das Problem ist ja bei diesen Schachcomputern, wenn du dagegen spielst, dass du nicht so spielst, wie es dem Computer am wenigsten liegt, um quasi positive Ergebnisse zu kriegen. Und dann noch, das ergibt ja keinen Trainingseffekt. Dann am besten noch so zu spielen, wie es den besten Trainingseffekt hat. Da war jetzt so eine kleine, kann auch sein, dass es eine Spiegelung einfach nur ist. So. Ja, das Brett ist natürlich ein bisschen kleiner. Das entspricht aber, ich habe das gestern mal verglichen mit dem Master Chess. Der sieht bis auf so Nuancen, sieht da dem zu verwechseln ähnlich. Das ist natürlich die Tasten. Der Master Chess hat mehr Tasten. Hat, so ähnlich wie hier dieses Display, aber eine Stelle mehr. Er hat dann fünf Stellen. Er kann zwar quasi, kann quasi eine Stunde 29 Minuten anzeigen. Und das könnte er nicht und das ist der einzige Unterschied. Dann allerdings beim Master Chess zu schreiben, Display der sechsten Generation. Ich würde dann doch eher sagen, günstiger in der Produktion. So würde ich das dann eher sagen. H2, H4. Das ist ja interessant. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt hier mit Läufer D3 um die Ecke kommt, weil Läufer D3, meinetwegen Läufer B7, Läufer D3, C4, Läufer H7, König H7, Springer G5 Schach. Und dann steht die Dame aber auch ein bisschen unglücklich hier. Man könnte natürlich auch Dame, König G6, Dame D3 Schach geben. Also bei solchen Sachen, das würde, glaube ich, noch nicht mal irgendwie einen Stockfisch spielen. Also sei man gibt, man stellt das so ein, dass er mit zwei Bauernanheiten minus die Stelle noch als ausgeglichen ansieht. Diesen Remis-Faktor. Das ist natürlich auch eine interessante Funktion bei Schachcomputern. Da würde man einschalten, Remis-Faktor muss er als Plus oder Minus machen? Ich glaube Minus. C5, D4. F3, D4. Weil wenn ich ja Plus eingebe, meinetwegen Remis-Faktor plus 2, das heißt ja dann, dass der Computer mit zwei mehr Bauern noch Remis macht. Der wird dann einen Teufel tun und noch Material opfern.
Aber wenn ich minus 2 eingebe, dann würde er quasi eher bereit sein, Bauern zu opfern in der Partie, weil er es ja immer noch als unentschieden ansieht. Er gibt dann 2 Bauern für den Angriff, sieht die Stellung aber noch als ausgeglichen ein, weil der Remisfaktor minus 2 ist. C8 B7, das weiß ich nicht, inwieweit das hier zu spannend ist, Läufer B7. Deckt sich den Springer, okay. Aber wie mache ich da jetzt einen Angriff mit Schwarz? Turm C8. Springer D4 schlägt. Turm C4 geht ja nicht. Ich glaube, das ist schon wieder für Schwarz zu schwierig, da Angriffe zu kriegen. Man müsste vielleicht in der C-Linie verdoppeln. A6, B5. Dann in der C-Linie den Turm verdoppeln. Sowas in der Art. Es ist ja keine Angriffsstellung im eigentlichen Sinne. Du hast ja nicht wie in der Drachenvariante die Diagonale vom Läufer von G7 nach B2. Das ist ja nicht der Fall zum Beispiel. Der Läufer steht auf B7, ja, guckt nicht unbedingt in die beste Richtung. Wohingegen der Roma jetzt tatsächlich hier aggressive Tendenzen verspüren Sie. Melden Sie sich, wenn Sie aggressive Tendenzen verspüren. Denn ich verspüre gerade starke aggressive Tendenzen oder was da immer war in diesem Film. Also das Display ist wirklich eine schöne Sache. Das war ein schöner Weg nach vorne. Das fing ja an mit dem Almeria, fing das an, diese Punktmatrix. Der hat das als erstes eingeführt. Und dann kam ja die Richard Lenk-Geräte danach natürlich. Ja, Almeria, Porteros, Lyon, Vancouver und dieser Genius, die hatten alle diese Punktmatrix. Und beim Ed Schröder fing das an mit dem Academy. Ich meine, der Academy kam zuerst und der Polga war die Modulversion vom Academy. Und danach der Milano natürlich und natürlich der Risk. Und Risk 2. Was ja eigentlich zuerst wurde der Weltmeister mit dieser Chess Machine. Und dann darauf basierend kam dieses Risk-Gerät raus, aufgrund dieses WM-Titels. Ich frage mich heute noch, inwieweit Mephisto damit glücklich war. Oder inwieweit Ed Schröder die Daumenschrauben angelegt hat, um quasi. Weil diese Chess Machine, die war ja nicht von Mephisto. Also nicht von Hegen und Glaser. Inwieweit er dann die Daumenschrauben angelegt hat, quasi um diese Chess Machine machen zu können. Für einen anderen Hersteller noch. Ob der gesagt hat, ich mache jetzt ein Vertragsende war oder irgendwas und er hat gesagt, er macht jetzt die Chess Machine. Und Mephisto hat dann wohl oder übel gesagt, ja gut, dann machen wir da von das Risk-Modul, wenn du das dann für uns auch noch rausgibst. Und dann wurde die Chess Machine der Weltmeister und der Richard Lenk nicht. Die haben sich ja diesen Titel so ganz ominös geteilt mit diesen Kurzpartien. Wo einfach gesagt wurde, ja, das hat der gewonnen und das hat der gewonnen und die ist Remis und die ist auch Remis. In 20 Zügen. Wohingegen kein anderer Teilnehmer so früh Ergebnisse vereinbaren durfte. Aber da war es wohl eh egal. Allerdings nach diesem Risk, der Risk 2 war wieder kein Weltmeister. Da lesen sich auch die Werbebroschüren recht merkwürdig. Deswegen nehme ich an, so ganz hoch. Oder beim Ossi Weiner war der Richard Lenk ein wenig bevorzugt. Sagen wir es mal so. Da hat er direkt mit dem zusammengearbeitet, der Ossi Weiner. Das ist halt, ich gucke, ist der Turmstrich hier oder? Warum fällt mir sowas immer sofort auf? Was ist los mit mir? Das Problem ist, das stört mich auch noch. Aber da müsste er wieder. Ja, da steht tatsächlich schräg. So geht's einigermaßen. Ich kann das nicht mal ignorieren, das ist das Problem bei der Sache. Dass dieser Turm ein bisschen so schiefe Turm von Pisa-Schieflage hat. So minimal. So, wer ist denn jetzt dran hier? So, er ist dran. B6, B5. Das Schöne bei diesem Milano ist natürlich wie beim Polga und Academy, du kannst alle Level eingeben. Du brauchst gar nicht Blitzen 1, Blitzen 2, Blitzen 3 und sowas alles. Oder wie bei ihm,
Level 30 bis 37 für diese festen. Man hat aber auch diese Eingabestufen. Du kannst auch machen, die Zeit wahlweise eingeben, das geht auch. Und das braucht alles gar nicht. Du kannst alles stufenlos eingeben. Auch Rechentiefe kann man auch eingeben. Ich meine, ich habe die Anleitung überflogen. Ich meine, ich habe gelesen, man könnte auch eine Partie wohl eingeben und bestimmte Etappen in dieser Partie oder Stellungen in dieser Partie dann vertieft untersuchen lassen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, in der heutigen Zeit hat sich das erledigt. Dann nimmst du ein PC-Schachprogramm, das ist effektiv in der Spielstärke stärker als er. G7H6Z ist natürlich sehr mutig. Das ist sehr. Was ist denn los hier? Wieso meint jetzt plötzlich der doch so defensiv spielende Roma eine aggressive Angriffspartie spielen zu müssen? That's irritating me stark. Strong kann man sagen. That's irritating me strong. Deshalb, was ist los hier? Ja, vermutlich spielt ja der Roma jetzt so aktiv auf Angriff. Was will er denn befürchten? Die Stellung am Damenflügel ist noch geschlossen genug, um nichts zu befürchten. Und am Königsflügel hat jetzt das Stellungsspiel aufgemacht. Das sind ja vertauschte Farben hier. Verkehrte Welten, möchte ich beinahe schon sagen. Das kenne ich eigentlich gar nicht vom Roma. Das ist eben, das Problem ist eben, du kannst jeden Computer auf dem falschen Fuß erwischen. D7, C5. So, Läufer D3, zwecks Turm DH1. Ich würde beinahe schon sagen, das ist im höheren Sinne jetzt schon verloren für Schwarz. Die Türme verdoppeln sich jetzt auf der H-Linie. Es ist ein bisschen problematisch. Man könnte ja natürlich auch auf F5 spielen, aber dann nach F5 schlägt, würde ja E5. Ja gut, E5 hängt nicht. Das sollte eigentlich, sollte das schon für Weiß gewonnen sein. Was mich ein bisschen irritiert ist hier. Ja, das ist prophylaktisch. Auf F5 käme das Damenschach. Das ist auch in andere Positionen so ein Standardzug. König B1, also bei großer Rochade. Auch Drachenvariante. Rauser Angriff. Das ist jetzt dieses Läufer E3, Dame, Läufer E3, F3, Dame D2, große Rochade. Da ist König B1 auch Standard. Kommt aus der C-Linie raus. Weiß ist gefeit vor irgendwelchen Überraschungsschach auf G5, also F5, Dame, G5 Schach. Da musst du schon die Damen tauschen, sonst ist der Turm weg. Dafür ist das dann da. Dafür vergisst du mir die Hände einzucremen. Mein, ich habe jetzt die Handcreme in den Rucksack reingetan, den ich mit zur Arbeit nehme. Das ist extra so Spezialhandcreme. Ich muss mir auch natürlich auch vorher. Das gibt extra. A8C8? Wieso A8C8? Achso, ich habe den Turm falsch hingetan. Ich weiß jetzt nicht, warum der Turm jetzt auf A7 gelandet ist. Achso, weil ich den Turm in der Schräglage hatte und dann habe ich ganz vergessen, wo er gestanden hat. Das kommt natürlich selten bei mir vor. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Punktmatrix wesentlich geiler und sexymäßiger finde, als diese unter dieses fantastische LCD-Pad drunter gepflasterte Anzeige. Da finde ich das hier besser. Ein bisschen klein, würde ich sagen. Ich überlege wirklich, ob ich da irgendwas finde, was ich da drüber setzen kann, um das zu vergrößern. So wie damals bei Bildschirmen gab es das, da hat man eine Scheibe davor gesetzt, dann wurde das Bild vergrößert. Aber ich wüsste gar nicht, in welchen Läden ich nachfragen sollte oder wonach ich suchen sollte im Internet. Schreibt es in die Kommentare. Das finde ich auf jeden Fall sehr viel schöner hier. Und was auch sehr nice ist hierbei, du hast die Anzeige rechts. Weil wenn du gegen den blitzt, dann ist die Anzeige ja hier unten und da musst du immer den Blick nach unten senken. Ist ein bisschen. Man ist es nicht so gewohnt. Sagen wir es mal lieber so. Man ist es ja. Durch die ganzen Blitzturniere ist man es ja gewohnt, dass die Uhr rechts steht. Vielleicht, wenn es damals so gewesen wäre, dass, keine Ahnung, die Schachuhr aus welchem Grund auch immer an dieser Position gewesen wäre. However, dann wäre man das vielleicht gewohnt, aber so halt. Man sieht halt beide Zeiten.
Du siehst nicht nur die Zeit des Gegners oder die eigene Zeit. Du hast nur noch 5 Sekunden, nur noch 8 Sekunden oder was? Und möchtest, oder 20 Sekunden, möchtest nach deinem Zug einen Blick erhaschen, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Und geht aber nicht, weil die vom Computer die Zeit läuft. Ich finde es auch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Das wäre natürlich nice to have gewesen. Jetzt beim Roma zum Beispiel. Wenn man ein zweites Display-Modul hätte reinschieben können und dann beide separaten Anzeigen. Aber die wollten natürlich die Eröffnungsmodule verkaufen. Und wie hätten sie es dann machen sollen? C5D3. Wie hätte das dann gehen sollen? Dame D3. Also das ist momentan eine ganz verkehrte Welt hier. Jetzt muss er ja schon den F-Born vorziehen. Um diese Diagonale zu blockieren. F5, F6 schlägt en passant, Turm schlägt, Turm H1. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Angriff schon direkt gewinnt. Glaube ich eher weniger. Auch dieses Vertrippeln, F5 und dann F5 schlägt und dann Turm F5 schlägt, Turm H1, Dame H3. Du kommst ja oft genug drauf mit Turm F7, das reicht ja schon. Um das zu decken. Aber alleine schon, dass der Roma in einer aktiven Angriffsposition ist hier. Ich habe mal kurz geguckt, ob er noch aufgenommen wird. Das irritiert ein bisschen, dass der Roma, als ob der Roma sich jetzt sagt, jetzt will ich hier Gas geben. Also das ist natürlich jetzt nicht so ein passiver Figurenschieber der Roma, wie als was da manchmal hingestellt wird. Und natürlich dieses geschlossene Position. Die haben ja, ich überlege gerade, wann das war. Fällt mir aber nicht ein. Das hat der Fritz mal mit Kasparov und Short und wie die alle hießen, in einem Blitzturnier mitgespielt. Und da haben die extra eine spezielle Version für gemacht. Kann sein, dass das der Fritz 3 wurde. Geschlossene Positionen sollten verhindert werden. Auch unter gewissen materiellen Nachteilen oder positionellen Nachteilen und all so eine Sachen. Das hätten die ja nicht gemacht, wenn das jetzt nur ein Schachcomputerphänomen gewesen wäre. Also geschlossene Position, die lagen wohl keinem der damaligen Schachcomputer. Das ist eben, ich habe das ja gemerkt an diesen vielen Computer gegen die Weltpartien. Sobald die Gegner eine solide, positionell stabile Stellung haben, ohne taktische Möglichkeiten, dann haben die Computer Probleme. Dann, also die Schach, ich rede immer nur von den Schachcomputern, ist ja klar. Dann haben diese Schachcomputer Probleme. Dann neigen die dazu, die Figuren hin und her zu schieben. So könnte man es, glaube ich, nennen. Dame G3 Schach. Und das ist dann das Problem. Dann spielen die meinetwegen Turm A, D1, Turm D, C1, Turm C, E1, weil es ist nicht drin in der Stellung. Und die haben Angst, die Stellung zu verschlechtern. Und dann am besten noch so ein ganz langsamer Königsangriff oder so ganz langsame Sachen, die keine taktischen Möglichkeiten zulassen. Aber der Gegner steht dann immer besser. Da haben die starke Probleme mit. Ob das jetzt der Porturus ist oder der Roma oder der Dallas oder der Avantgarde, die haben da. Die haben alle teilweise sehr schlecht ausgesehen. Da hat man teilweise an die Partien gespielt. Da hat man sich gefragt, was für ein Gerät das ist, was da gerade spielt. Also das war jetzt nicht primär eine Sache der 8-Bit-Schachcomputer oder sowas. Also da gibt es eine Variante im Damengambit mit C4 schlägt für Schwarz und dann hält Schwarz sich den Bauern mit B5. F5, F4... Ja, Turm H1, dann Turm F7. Das Problem war an diesen Partien, dass Schwarz irgendwie nicht mal zur Rochade gekommen ist. Und dann ging das relativ schnell. Schwarz ist da matt gegangen. Obwohl eine Partie von diesen. Das kann sein, dass er deswegen das nur mit Schwarz gewonnen hat, weil Weiß einfach schlechter weitergespielt hat. Das ist, das als Beispiel, ich glaube, das war sogar der Vancouver, der Porturus 68030 oder sowas. Also teilweise manchmal, wenn die auf dem falschen Fuß erwischt werden,
dann meint man, das wären nicht die stärksten Geräte. Ich frage mich gerade, was ich vor diese Figuren zu halten habe. Die sind eigentlich okay. Vielleicht nicht ganz so knalleweiß, weil das ja auch so silber-schwarz ist wie beim Modular, das Brett. Obwohl, beim Modular stört mich das gar nicht. Das stört mich beim Genius. Umgekehrt stört es mich mehr. Quasi silberne Figuren auf einem weiß-schwarzen Brett. Das ist ja beim Genius Pro der Fall. Das ist ja noch dieses Verchromte. Auf dem weiß-schwarzen Brett, das stört mich mehr wie weiße Figuren auf dem silber-schwarzen Brett. Da hat wohl jeder seine, das ist eine Geschmackssache des persönlichen Empfindens. F4, F7. Das ist interessant, dass er die Damen nicht tauscht. Dame schlägt und dann Springer D5, Turm E5. Ach, schon ein interessantes Gerät. Ich habe aber auch wieder geschrieben, ich habe jetzt den Namen leider nicht behalten, der mir aus Berlin den Computer gespendet hat. Der hätte auch Probleme damit gehabt, diese Haube abzubekommen. Jetzt habe ich die drunter gesetzt. Jetzt würde ich nachgucken, ob das eventuell beim Masterchef auch dran geht. Jetzt kriege ich es da drunter nicht mehr ab. Ich lasse es einfach so. Weil ich meine, so von der Form her sieht der doch sehr stark aus wie der Masterchef. Deswegen würde es mich nicht mal wundern, wenn dieses Laptop-Phänomen, dass man die Haube drauf machen kann, beim Masterchef auch der Fall wäre. Dass es da auch gehen würde. Und waren sogar alle Figuren dabei. Das finde ich super. Ich habe mir mal diesen Companion, habe ich mir damals gebraucht gekauft. Da waren gar nicht alle Figuren dabei. Der stand da gar nicht. Auch hat er nicht gemerkt, dass ich alle. Doch wenn ich so einen Schachcomputer verkaufe, dann sollte ich eventuell. Entweder es ist mir egal, oder ich sollte doch eventuell nachprüfen, bevor ich den losschicke, ob denn alle Figuren dabei sind. Und nicht, dass man dann die Figuren aufbaut und dann sieht man, da fehlen 5 oder 6 Figuren. Das war jetzt weniger spannend. Ich habe jetzt andere Figuren für den genommen. Also Figurensätze habe ich ja genug. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir vom Genius Pro diese weiß-schwarzen Figuren hole bei Niggemann. Das Problem ist aber, dass die Figuren sowieso meines Empfindens nach zu groß sind für den Genius Pro. Jetzt habe ich ja vom Kish und Chester die weißen Figuren da drauf. Die schwarzen Figuren, glaube ich, vom normalen Supermondial. Das ist halt, für mich ist das einfach nur eine Empfehlung, diese Figuren, die dabei sind. Man muss die ja nicht dabei lassen. Wenn die einem nicht gefallen, dann wechselt. Das habe ich ja auch, sehe ich ja oft bei Schachcomputer Info, dass die dann gegebenenfalls sogar selbst Figuren machen. C8, F8. Dass die halt schöne Schachfiguren nehmen, wenn die zu dem Brett passen von der Größe her und dann selbst Magnete drunter setzen, Filz drunter machen und dann schöne Figuren dafür haben. Was ich aber gar nicht gut finde, wo ich gar kein Fan von bin, das machen ja auch manche, die nehmen günstige Figurensätze, die so man vielleicht schon für 8 Euro oder so bekommt, machen da selber Magnete drunter mit Filz und verkaufen die zu Mondpreisen, das weiß ich nicht. Und dann schreiben die noch hier, so nach dem Motto, wären angeblich originale Figuren, aber die hat es nie gegeben für diesen Schachcomputer. Also will ich diese ganz einfachen Holzfiguren und dann selber Magnete dran machen und dann für 60 Euro oder was verkaufen. Das ist dann wirklich doch etwas arg übertrieben. So. Aber das ist eben, es liegt ja an uns, solche Mondpreise nicht zu bezahlen. Dann werden die Sachen schon nicht los. Dann müssen die eben unendlich lange, vergeblich. Da steht ja dann immer, Artikel wurde neu eingestellt. Oder wieder ein, oder jeder kriegt eine zweite Chance oder sowas. Das liegt ja an uns. Wir müssen es ja nicht kaufen. Indem man sowas kauft, begünstigt man sowas ja auch noch. Während ich mir mal die Stellung so ansehe, was könnte man davon halten? Boah. Ist dieser Haarbauer so stark? Ich meine, wenn das so bleibt im Endspiel, könnte der entfernte Freibauer durchaus positiv werden. Negativ ist momentan noch, dass schwarz diese Grundreihenschwäche noch hat.
Das ist natürlich sehr negativ zu sehen. Und diese Verlustpartie gegen den Akademie, das war eine 15-Minuten-Partie. Die war mir einfach zu langweilig. Französisch Abtauschvariante mit so einem total symmetrischen System. Also wirklich nach 10 Zügen hat man genau, die schwarze Stellung war quasi der Spiegel von der weißen Stellung. Da war absolut die Figurenstellung alles gleich, das war mir dann zu langweilig. Turm F8, D8. Was man ja nicht mehr machen kann, ist diese selektiven Einstellungen ändern. Ich weiß ja nicht, inwieweit das einen Einfluss hatte bei dem Milano. Beim Polgar ging das wohl. Ich weiß ja nicht, schreib mal in die Kommentare, inwieweit das Nutzen bringt. Ob man den dann... Und was das überhaupt sein soll. Ich nehme mal an, dass er den zurücknimmt. Er wird also nicht die Dame opfern. Ist das ungefähr so? Selektiv 2 ist dann, er rechnet 2 Halbzüge selektiv und dann Bruce Voss weiter oder was ist das? I don't know what it is. Write it in the comments. German oder Englisch. Beim Roma geht das ja. Da kannst du so viel einstellen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind top. Du kannst machen, dass er die ersten Züge selektiv rechnet und dann Bruce Force. Du kannst sogar machen 2 Halbzüge selektiv, 3 Halbzüge Bruce Force hinten dran. Oder erst Bruce Force, erst 3 Halbzüge, das würde ja vielleicht mehr Sinn ergeben, erst 3 Halbzüge Bruce Force oder 2 Halbzüge Bruce Force und dann selektiv. Dass er dann quasi eventuell Züge nicht ausselektiert, sondern erst alles beguckt, die ersten beiden Halbzüge und dann rechnet er dann selektiv weiter. Das geht auch beim Roma. Der hat ja 99 Level, hat der. Ist also leveltechnisch ist das Ding top. Und wenn man vollkommen normal gegen den spielt, ist halt natürlich mein bevorzugt geschlossene Stellung. Weil teilweise habe ich das wirklich drauf, dass ich diese G3-Systeme spiele. B5, B4. Springer D5 geht ja nicht. Of course, it's protect by the Bishop and Rook. Jetzt könnte der Roma nicht so gut... Ich finde das schade. Das hat mir so gut gefallen mit diesem Königsangriff. Und jetzt sieht es doch sehr mäßig aus hier. Der Springer muss ziehen. Vielleicht Springer A2, damit wenigstens B4 noch angegriffen ist. E5 fängt. Auf Springer A2 würde ich sogar noch B3 ziehen mit Schwarz. Dass er mit dem Bauern nehmen muss und dann hängt E5. Das hat so gut ausgesehen mit dem Angriff. Vielleicht wäre es auf andere Möglichkeiten besser gewesen. I don't know. Vielleicht war auch hier die frühe H-Linienöffnung nicht so gut. Vielleicht hätte man doch mehr die Bauern noch weiter nach vorne ziehen müssen, statt H6. Ich fand H6 schlägt auch schon nicht so wahnsinnig spannend für Schwarz. Aber das weiß man ja nicht. Mach schneller, Roman, das sind noch 3 Stunden 49 Minuten. Und das finde ich so schön hierbei. Ich weiß ja nicht, inwieweit die Schachprogramme... Oh, Springer E4, das setzt interested. Springer F6, Turm A1. Ich weiß ja nicht, inwieweit die Computer versuchen, einen Nutzen daraus zu ziehen, wenn der Gegner nur noch wenig Zeit hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Roma meinetwegen denkt, oder irgendwas im Programmcode eben versucht, das auszunutzen, wenn der Gegner nur noch 20 Sekunden auf der Uhr hat. So nach dem Motto, jetzt mache ich mal ein paar taktische Verwicklungen, der Gegner nur noch 20 Sekunden. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja keine KI. Aber ich habe da auch manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich dem Roma dann wenn ich das beim Roma gemacht habe, die Roma 30 Minuten, dem Gegner 5 Stunden oder was, dass der dann gefühlt anders gespielt hat, als wenn ich 30-30 gemacht habe und der Gegner hat auf der Roma nur noch eine Minute oder sowas. So quasi, erst hat er dann
in so einer geschlossenen Stellung so hin und her gezogen mit Schwarz. Und als dann die Zeit immer knapper wurde für den Gegner, dann fing er an, die Stellung zu öffnen. Das habe ich übrigens mal gemacht. Das war gegen einen, der war eigentlich stärker im Blitzen als ich. Das war, nachdem ich wieder in den Schachverein reingegangen bin nach 10 Jahren. Weil ich war nicht aktiv Mitglied, sondern war in dem Verein, hab ein bisschen gespielt. In so einem Blitzturnier. Da habe ich B7C8. Oder war es, wo ich noch mal in Ikern war? Da war ich aber wirklich aktiv in der Mannschaft. Springer A6 schlägt. So. Eine Schwarzblitzpartie war das? Ich weiß natürlich nicht mal die Züge. Ich weiß nur noch, ich habe die Stellung doch sehr geschlossen gehalten, so Igelsystemmäßig. Und als er dann sehr wenig Zeit nur noch hatte, habe ich mit der Brechstange die Stellung geöffnet. Und dann hat er hinterher noch auf Zeit verloren. Und da habe ich dann nicht mehr auf Remis gespielt, sondern ich habe ja gesehen, er hat jetzt nur noch wenig Zeit und hat dann die Stellung mit der Brechstange aufgemacht und habe dann nochmal weitergespielt. Und dann habe ich hinterher auf Zeit gewonnen. War eine ganz, ganz merkwürdige, ein ganz merkwürdiger Plan in dieser Partie. Aber ja, besser ein schlechter Plan als gar kein Plan. Alle Arten von Strategie sind gut, oder was man da sagen könnte. Man sieht übrigens, wenn man die eine Seite guckt, dann sieht man so ein bisschen diese Folie. Ich finde das aber schöner, dass sie die Folie drauf geklebt haben. Dass die das nicht mehr belassen haben, wie beim Urmodular. Der hat eh den schlechtesten Spannungswandler. Der Urmodular, den hatte ich damals als MM1. Den müsste ich nicht unbedingt nochmal haben. Der hatte auch andere Figuren. Die passten noch hier rein. In das Lehrmodul. Die muss ich aber nicht mehr haben. Die haben wir nicht umsonst. Die neue Version dann rausgebracht. Ich wünsche dir, die wären bei vielen anderen Dingen auch so konsequent gewesen. C8A6. Zum Beispiel bei Mirage hätte man möglicherweise mit reinnehmen können, dass das Brett gedreht werden kann, das interne Brett. War das so ein starkes Problem oder was war da los? Weil einen Schachcomputer rauszubringen, ohne die Möglichkeit am Brett zu sehen, wer gezogen hat. Also nur am Display zu sehen, wer gezogen hat. Und diesen Computer rauszubringen, ohne die Möglichkeit, das interne Brett zu drehen, ist doch total absurd. Ich würde beinahe schon sagen, das ist inkompetent. Wenn ich mal ehrlich bin. Weil man hätte sich doch schon überlegen sollen, was ist, wenn man schwarz spielt? Willst du dann von oben nach unten spielen, um das Display zu sehen? Oder auf der gegenüberliegenden Seite und musst dann immer hier so gucken? Man kann natürlich auch einen Spiegel hinstellen und dann der Weltmeister im Spiegel verkehrt lesen da. Und dann dadurch die Züge sehen. So, also ich finde denn das Mirage-Brett ist das Ergebnis von Inkompetenz, wenn ich ehrlich bin. Das hätte man vorhersehen können, dass man das interne Brett drehen können muss. Beim MM1 ging es doch auch. Der MM1 ist aber zu Mirage nicht kompatibel. Also bei meinem Mephisto MM3000 ist ja der MM1 quasi. Da kannst du das interne Brett drehen. H7, H5. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit der Bauer jetzt was bringen wird. Es ist natürlich der Roma gegen den Milano. Kann natürlich auch sein, dass sie im Endspiel ein bisschen verbessert haben. Deswegen mehr Speicher. Was ich nicht glaube, ist, dass der Milano Springerläufer gegen König matt kann. Das glaube ich weniger. Kann natürlich auch sein. So. Da hat ja der MM4 und MM5, die haben keine Ahnung davon mit Springerläufer gegen König. Wenn du per Position eine Stellung aufbaust mit weißen Läufer und schwarzen Springer, mit weißen Läufer und Springer und König und stellst den König den einzelnen König dann auf ein schwarzes Feld, also das ist ja die falsche Ecke, da muss ja die Ecke des Läufers sein, dann macht er sinnlose Züge irgendwann mit König E4, König D3 und so, König C2, dann siehst du schon, dass er keinen Plan hat. Das war so ein bisschen positiv überraschend beim Avantgarde. Da habe ich das mal. Das hat sich irgendwie ergeben aus der Partie und ich habe dann geguckt, ja, was ist denn los? Kann der Avantgarde das denn?
Der hat wie aus einer Endspieldatenbank, komplett ohne nachzudenken oder zu rechnen, hat er mit Springerläufer gegen König Matt gesetzt. Total straight, den kürzesten Weg, ohne irgendwelche Umwege. Das fand ich sehr nice, muss ich ehrlich sagen. Aber die haben das ja auch eingegeben. Die haben ja auch dafür bluten müssen. Ich weiß nicht, bei welcher WM. Gegen Richard Leng. Da hatten die Springerläufer gegen König und der Computer hat den Langschen König nicht mal aus der falschen Ecke rausgelassen und hat es da nicht gekonnt. Das ist also nicht so... Das ist also nicht so, dass so diese WM-Turniermaschinen, dass sie quasi Springerläufer gegen König am Brett errechnet haben. Ich könnte mir vorstellen, heutiges PC-Programm der neuesten Art würde das auch, ich weiß nicht, vielleicht ist auch eine Endspieldatenbank da drin oder sowas. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die das theoretisch sogar am Brett errechnen könnten. Das Matt mit Springerläufer gegen König. E5, H5. Ja, jetzt will wohl Turm H1 folgen. H3. Turm B3. H2. Turm G3. Drunter Turm G2. Dann, keine Ahnung, Turm D6 und Turm H2 und Turm H6. Dann würde Weiß aber im Zweifelsfalle mit seinen beiden Damenbauern wandern. Das ist dann alles hier blockiert mit den Türmen. Dann kommt C4. Wollte schon sagen, dann kommt irgendwie König A2, A3, B4 und dann wandern die Damenbauern und dann... Also ich würde sagen, Weiß steht auf Gewinn. Das ist eben diese entfernten Freibauern. Das ist natürlich, inwieweit er jetzt hier nach vorne kommen kann, dieser Bauer hier. Das wird sich noch zeigen. So, ich muss mal wieder auf HD einstellen bei meiner Optik. Er nimmt noch auf. D5, D4... Also ich könnte mir vorstellen, Richard Leng war ja gerade endspieltechnisch mit seinen Computern sehr weit vorne. Also das war quasi diese Partiephase, in der diese Richard Leng Schachcomputer doch sehr stark von seinem Programmiergeschick profitiert haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Milano eher da nicht so gut aussieht. Was macht er jetzt auf H3? Warum hat der Turm nach D, der blockiert den D-Bauern, okay. Nach H3, dann macht der Turm H1 und dann nach H2 Turm H1. Also das ist ein eher sehr, sehr Mauerzug, muss ich ehrlich sagen. Der gefällt mir gar nicht. H7, G7, alleine schon diesen Gegenzug, den er dann erwartet. König G7, das ist so totaler Krampf. Also manchmal kannst du den zweiten Gegenzug schon vergessen. Also ich habe das mal, ich weiß nicht bei welchem Programm, habe ich das mal drauf geachtet. Dann stehen da 10 Züge in einer Vorherberechnung und du kannst, bemerkst irgendwie, dass ab dem 5. Zug nur noch Gemüse da steht, nur noch Crap. Also was bringt mir denn, wenn ich 10 Züge-Variante habe, wovon ab Zug 5 nur noch Füllmaterial da steht, damit irgendwelche Züge da stehen. Ja, also Turm D3 fand ich jetzt aber eine äußerst schwache Nummer, muss ich ehrlich sagen. Warum? Vielleicht ist er auch schon kaputt, die Stellung, weil es sind ja zwei Bauern, die laufen. Der kann ja auch nicht, der Milano kann ja nicht alles ablosen. Und auf Turm B5 kommt wahrscheinlich Turm H4 zum Beispiel. Ja, das ist schon grenzwertig. Turm H1, H2, Turm D1, H2, Turm H1, Turm G7. Natürlich nicht Turmtausch und H2, weil Turm D1 und dann gibt es keinen Turm mehr, der Heinz deckt. So. Ich guck gerade hier, das fällt mir jetzt erstmal auf. Dieses vom LED, das Teil ist nicht ganz kreisförmig, wie all die anderen. Ob es so Leute gibt, die sowas dann bei Hegner und Glaser reklamiert haben? Gucken Sie mal hier, sehen Sie das denn nicht hier? Das ist nicht kreisförmig wie die anderen. Ich will ein anderes Brett haben. Ich habe gar nicht drauf geachtet, bei dem anderen Teil war. Was ich interessant übrigens finde, ist bei den Münchenbrettern, ist hier an der Ecke
noch ein LED daran zusätzlich, also das LA1 hat zwei LEDs. Und schreibt mal in die Kommentare, warum das ein zweites LED hat. Warum sollte das der Fall sein? Das ist der Münchner, da kein Spannungswandler. Deswegen ist auch der München, glaube ich, auch kompatibel zu. Ich glaube, deswegen der München ist, wenn ich ein 32-Bit Porterus meinetwegen reinsetze, habe das richtige Netzteil, of course, dann brauche ich kein Netzteilmodul. Während beim Modular bin ich, glaube, beim Modular ist es schon wichtiger. Wenn ich den Modular habe, der hat ja einen Spannungswandler, da muss ich das Netzteilmodul reinsetzen, weil das hat alles damit nichts mehr zu tun. Dann kommt der Strom über das Netzteilmodul direkt zum Modul. Deswegen ist das wohl, um bei quasi zu gewährleisten, dass alle modulbasierten Geräte, modular-exklusiv München, kompatibel mit diesem Gerät sind. Dass man quasi nicht den Vancouver 32-Bit in den Modular reinsetzt und dann zerstört man sich das Brett, diesen Spannungswandler. Deswegen wohl, um auf Nummer sicher zu gehen, weil welche Firma, Mephisto war jetzt auch nicht so groß wie Microsoft, welche Firma kann sich das schon erlauben, diesen Lyon 32-Bit rauszugeben und dann gehen reihenweise diese Modularbretter kaputt. Dann lieber das zu sich, ganz auf Nummer sicher gehen, das Netzteilmodul rausbringen dazu und dann auf der sicheren Seite sein. Das beim Exklusiv war das ja das Exklusiv S. Das konnte man dann auch, das hatte auch, glaube ich, keinen Spannungswandler drin. Ja, und jetzt muss Turm A1 folgen, deswegen Turm D3 war totaler Crap, dieser Zug. Ich kann den nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das war auch der Verlierer der Partie, wenn man es beinahe schon, ja. Turm H1, Turm G7. Jetzt könnte Turm G7 kommen. Droht Turm G1 Schach, König A2, Turm G1, Turm A2, Turm A2. Und dann weiß ich nicht, inwieweit diese Freibauern da muss man ja quasi schon eine Endspieldatenbank sein. Um das dann noch mit Weiß vielleicht aus der Datenbank rauszugewinnen. Der Bauer ist ja auch noch vorhanden. Das ist problematisch. Und ich würde mal sagen, Turm D3 war der Loser der Partie. Weil normalerweise wäre in dieser Stellung Weiß jetzt am Zug. Aber inwieweit das was bringen würde. I don't know. Write it in the comments. Ich finde die Mirage immer besser. Also dadurch, mir gefällt das Design auch sehr gut, dadurch, dass der ja diese Haube drunter hat. D7, G7. Ein Weg da etwas breiter. Etwas kompakter noch. Gefällt mir sogar eher, als wenn ich den ohne den Deckel drunter hätte. Also draufsetzen würde ich den nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte keine Lust irgendwie, ich glaube, man muss irgendwie die vier Ecken lösen. Und dann löst man löst wohl erst die Ecken, 1, 2, 3, 4 und dann kann man das wohl irgendwie abnehmen. Was aber nicht geht, ist an der Seite greifen und dann so abnehmen. Aber egal. Glaube ich, ich wollte mir den tatsächlich mal kaufen, diesen Milano. Ich kenne nämlich einen von Facebook. H6, H3. Ja, jetzt würde ich... Was will er jetzt mal? Er kann nur noch mit dem Bauern marschieren. Meinetwegen... Ja, was denn meinetwegen? A5. Turm G1. Da gibt auch nicht viel Sinn. Und gemäß dem Motto, gebe ich stets an Schach, es könnte matt sein, wird auch dieses Schachgebot gegeben. Das in diesem Falle wird das aber gegeben wegen Grundreinschach. Und auf dieses Grundreinschach, ich würde sagen, König D1 muss er beinahe schon spielen, was auch scheiße aussieht. Weil König C1, Turmschach, Turm E1, Turm schlägt E1, Turm schlägt E1, H1 Dame. Aber seien wir mal ehrlich, das wäre natürlich reichlich blöd gewesen, wenn jetzt hier... Man holt sich diesen Milano-Rechner hier. Oder ne, sie werden eine Knallspende. Man kriegt die Sammlung da weiter durch diesen wunderschönen Schachcomputer und dann lust alles ab. Das kann es ja auch nicht sein.
Ich habe aber auch mal in dieser Ausgabe Computerschach und Spiele, da hat der, wie heißt der, Thorsten Zub, wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, der hat den MM5 mit seinem Nachbarn, so stand es jedenfalls in dem Bericht, und der Nachbar hatte den irgendeinen 32-Bit Richard Lang, Porterus 32-Bit, anyway, und da hat er, ich wette, das war kein Zufall. Das war so gewollt. Der hat nämlich diesen Mobil 5 dafür genommen. Wahrscheinlich, wenn er jetzt mit dem Modular 5 gekommen wäre, dann hätte er wahrscheinlich der Nachbar gesagt, wir können ja auch Blitzpartien gegeneinander spielen lassen. Und da hätte der MM5 wohl nicht so gut ausgesehen gegen den anderen 32-Bitter. Und deswegen den Mobil. Die Blitzlevel sind nämlich alle deaktiviert im Mobil. Und da hat der Mobil 5 gegen den Porterus 32-Bit tatsächlich sogar Partien gewonnen. Der hat aber auch... welcher war das denn jetzt? Ach, der eine hatte den Mega 4 mit 20 MHz getuned. Und er hatte diesen Analyst 8 MHz. Und in diesem Testbericht kamen tatsächlich Tourneepartien zustande, die dieser Analyst mit 8 MHz gewonnen hat, gegen den 20 MHz Mega 4. Wo man eigentlich denken sollte, dass diese getunte Version ja eigentlich gewinnen sollte. Und hier bin ich mal gespannt. Also normalerweise sieht es natürlich verloren aus. Jetzt hängt A4 noch und dann wird es schwierig. Und ich würde mal so sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Milano die Endspiele so schlecht spielt. Also momentan sagt er nichts mit Speicher oder so. Er kündigt das auch vorher an. Meine Kamera. Lippo, Achtung, Speicher knapp. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Beinahe schon faszinierend. Wie klein diese Speicherkarten heutzutage sind, das ist also ein Viertel meines Fingernagels oder ja, so die Hälfte meines Fingernagels, des kleinen Fingernagels ist das ja, was da an Speicherkarte drin ist. Ich glaube, ich habe irgendwie das Magnet nicht so gerade reingekriegt hier. Ich hätte das besser reindrücken sollen. Ich habe das ja mit Heißkleber gemacht. Why that irritating me so much? So, Turm Schach. Und ich habe den Leonardo, ja, diesen Analyst, ich habe ja auch Computerpartien spielen lassen gegen den Emulator vom Analyst mit 36 MHz und selbst diese, oder 18 MHz und selbst diese getunte Version hat auf mich jetzt nicht den spielstärksten Eindruck gemacht. Dieser Mega 4, das ist ja quasi auch Ed Schröder, der MM4, nur eben, dass man Schlag- und Schachzüge, wenn die vertieft berechnet werden, dass man das aus- und anschalten kann, zum Beispiel, oder Bruce Force oder selektiv, aber das hat der Super Mondial 2 ja auch. Ja, da kann alles Mögliche passieren in diesen Partien. Deswegen der einzige Nutzen, den diese WMs hatten, ist quasi, man hat eine spannende Weltmeisterschaft gehabt. Jeder wusste von diesen Herstellern, was auf die zukommt. Jeder wollte natürlich das Bestmögliche für sich rausholen. Ja, und dementsprechend, wenn Novak halt zu geizig ist, oder wem denn das egal ist, dieser Welt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war wohl die Angst des Versagens bei Novak und Saitek. Was passiert, wenn wir nicht gewinnen? Sagt das dann für den, ist ja positiv für die Konkurrenz. Wenn jetzt Saitek mit zwei Geräten teilgenommen hätte, später haben sie es ja sogar mit dem irgendwie so einem Bruce Force, quasi dem Ladengerät und diesen Spark. Und da sind sie auch nicht wirklich weit gekommen mit H3, C3. Macht es ein bisschen sperrig hier das Ganze. Warum nicht Turm G2?
droht er schon Turm G1 Schach, wo dann zieht der König beiseite und dann ja, decken die Türme sich wieder gegenseitig, dann Turm B1, H1 Dame. Ich glaube, das hätte er auch gewonnen. Ich will mir aber erstmal die Unfähigkeit präsentieren von Milano, dieses Endspiel zu spielen, bevor ich dann hier voreilig rangehe. Theoretisch kann auch der König schon wandern nach vorne. Also meinetwegen Turm schlägt den C-Bauern und dann König G4, G3, G2, dann die Sache ist natürlich totally lost für Weiß ist. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt jemand sogar aufgibt. Minus 4,45. Bin ich ja beruhigt, dass mein Milano nicht hier Opferlamm ist. So. Das ist so gerade eben die Spielbrettgröße, die ich mir gefallen lasse. Es ist die gleiche Größe wie beim Master Chess. Ich weiß jetzt momentan aber nicht, ob das vom Supermondial größer ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich könnte ja mal drüben nachgucken. So, ich muss irgendwas mal ranholen, was ich da dran halte. Ich habe ja diesen Maßstab hier. Was macht er hier? G5, F4. So, mal gucken, das andere war ungefähr bis 28,5 und das hier ist bis 30,5. Also ungefähr 2 cm schmaler. Pi mal Daumen. Der ist also ein bisschen kleiner als der Supermondial. Und so viel kleiner dürfte auch nicht sein. Ist aber immer noch größer als das vom Genius Pro. König E3 zum Beispiel. Ja. Ich überlege gerade, ob König F3 schon Matt drohen würde. Hat's wohl nicht. König F3 und dann nicht der Turm genommen. König E3. Ja. Turm D4 schlägt. Turm C1 Schach. Da muss der Turm dazwischen. Kaputt. Jetzt kommt Turm C1 Schach, da muss der Turm dazwischen. Der wird dann getauscht, dann kommt Turm A1 Schach, Turm A1 schlägt. Und C6, Turm F1, C7, Turm F8. Also den kannst du ganz bequem noch einholen, den Bauern. Das bringt ja nichts mehr. Und die Revanche-Partie gewinnt jetzt der Milano mit Schwarz. Aber auch nicht so entscheidend, was ich jetzt sagen würde. Ich finde es beinahe schon schade, dass der Roma die nicht gewonnen hat. Weil es hat mich... Es gibt dem Roma ja quasi recht, so nach dem Motto. Siehste, deswegen spiele ich nicht so eine Angriffspartie, weil es sowieso nichts bringt. Da war die Angriffspartie auch zu schwierig. Man weiß es nicht. C1, D1. Dann steht auch schön SCA, ACA. Und nicht irgendwelchen kryptischen Buchstaben wie CH und. Ach, meine Güte. So nach dem Motto: Spiel und Spaß mit dem Taschenrechner. Ja, Turmschach, König anyway, Turm A1 schlägt C6, Turm F1, C7, Turm F8 und Pech gehabt, dumm gelaufen. Kann aber den anderen Turm nehmen, ob ich mir das nur einbilde. König D2, Resignation, minus 9,99, wie Pünktchen haben angekündigt hat. Ja, die Revanche ist geglückt, die zweite Partie gewinnt der Milano. Ich würde aber sagen, es folgt eine dritte und vierte Partie demnächst irgendwann. Da will ich auf jeden Fall einen 4-Partien-Wettkampf machen, mindestens. Ansonsten hat jeweils Weiß gewonnen. Und ich finde es schade, dass der Roma sich quasi getraut hat, aktiv zu spielen und dass das nicht belohnt wird. Auf der anderen Seite hätte ich es auch nicht so schön gefunden, wenn jetzt... Wäre natürlich blöd, wenn jetzt diesen Milano, der ist ja der... Ist das der letzte 8-Bitter, den Ed Schröder gemacht hat für Mephisto? Der Milano, danach kam noch, der Milano Pro war ich springe auf alle Seiten, Krechner Franz Morsch. Und danach kam ja der Risk. Ja, natürlich schön, schade, wenn man jetzt so einen wunderschönen Milano in der Sammlung hat.
Und dann spielt er gegen Roma 2 einen Wettkampf und verliert alle Partien. Das wäre nicht so schön gewesen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich freue mich über diesen wunderschönen Schachcomputer, der quasi der Polga im Geiste für mich ist, den ich damals verkauft habe. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.